Ragni gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Für Kasmodan! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Ihr seht jetzt schon, dass ich mein Deck ein kleines bisschen verändert habe. Es hat auch den tollen Titel Wolfi 2, nachdem das letzte Deck Wolfi hieß. Die Änderung seht ihr gleich links am Rand. Wenn er fest, ja. Da links am Rand seht ihr jetzt die Änderung. Ich habe die Eisenschnabeleule beispielsweise drin. Und ich habe mehr Karten zum Kartenziehen drin, wie den Beutehamsterer. Und ich habe generell noch so ein paar Karten drin, die mich auch selber Schaden machen lassen. Also ich habe die Deathspite jetzt drin, wollte ich damit sagen. Habe ich den Schildhieb drin oder wollte ich den reinmachen? Ich glaube, den wollte ich reinmachen und habe ihn selber nicht. Das finde ich schade. Der wäre noch, also den hätte ich sehr gerne. Und was ich auch noch haben möchte, wäre der Brawl. Ich weiß gerade nicht, wie es im Deutschen heißt. Irgendwas mit Rauferei vielleicht, irgendwie so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das, wo alle Kreaturen bis auf eine zerstört werden. Das hätte ich noch sehr gerne hier in dem Deck mit drin. Mal gucken. Und ich habe lange überlegt, ob ich den Beutehamsterer nehme oder den kleinen Gnomen. Und habe mich dann für den Beutehamsterer entschieden, aus zwei Gründen. Das eine ist, die wenigsten werden... Oh, toll, danke. Die wenigsten werden den Effekt von ihm negieren. Mit irgendwas. Ich glaube, die meisten werden trotzdem darauf gehen, dass sie ihn normal besiegen, sodass der Effekt trotzdem zur Geltung kommt. Und zum anderen, er hat mehr Angriff. Und ich glaube, das könnte mir bei vielen anderen Sachen helfen. Also, mal gucken, ob das die richtige Entscheidung war. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn das nicht so gut funktioniert, dann werde ich wieder zu dem kleinen, kleinen Gnom wechseln. Zum kleinen Gnom, ne? Das ist Mist. So. Du hast jetzt gerade ein bisschen Mana verschwendet, das gefällt mir gut. Die hebe ich mir auf. Dann spiele ich mal das. Da hat es kurz gehangen. Oh, und zieh es nochmal. Okay, gut, greif dich direkt an. Das letzte Mal hat mir Ede gesagt, dass ich soll mich mental geohrfeigt fühlen, wenn ich die Waffe benutze und kein Minion damit zerhaue. Wenn ich nicht sowieso noch eine Waffe in Reserve hat, hat, glaube ich, mir Nadi geschrieben. Ich versuche mir das zu Herzen zu nehmen, ja? Ich möchte doch auch ein guter Spieler werden, so irgendwie. Na, mal gucken, wie es wird. Wenigstens kriegt der Dai jetzt nicht den Effekt drauf, sonst wäre das ganz schön bitter gewesen. Deathspite, schön. Jetzt kann ich eigentlich auch einfach so angreifen. Ich ziehe mal noch eine Karte, mal gucken, was rauskommt. Hebe ich mir auch auf. Dann greife ich den damit an. Und dich direkt. Perfekt. Mein PC hängt ein kleines bisschen. Das ist etwas nervig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich innerhalb von 5 Runden auf 10 Rüstungen im Moment komme. Krass. Wirklich nicht. Das ist viel. So, die Eule muss ich mir für schlimme Zeiten aufheben. Das Executen ist super. Ah, das bietet sich damit auch unglaublich gut an. Wahnsinn. Ich habe gerade ein gutes Kombo-Potenzial auf der Hand. Behaupte ich mal. Hab zwar noch nicht meine Hauptkombo in irgendeiner Weise draußen, aber... Okay. Ich muss nochmal schnell schauen, durch was das die Kosten verringert. Ist mir jetzt egal, glaube ich, eigentlich. Verringert die Kosten jeder Karte. Ach, die ihr zieht. Das sollte ich definitiv wegmachen. Gut, dass ich das noch habe. Jetzt habe ich die Eisenschnabeleule nochmal gezogen. Das ist natürlich klasse. Dann gehe ich mal damit auf dich. Hol mir das. Greif dich an. Und damit hat sich der Effekt jetzt erstmal erledigt. Für ihn. Immerhin. Ah, die ist an sich gar nicht blöd, wenn du viele Karten ziehen kannst. Ist sie gar nicht mal schlecht. Legt euch nicht mit Zauber. Okay. Ach so, und was ich noch sagen wollte, ich habe zwar beim letzten Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich Arena machen werde, aber ich habe noch nicht genug Geld für die Arena. Darum muss ich jetzt erstmal ganz kurz Geld sammeln. Das werde ich gleich einfach mit aufnehmen. Ich meine, das bietet sich ja an. So. Jetzt lass mich mal ganz kurz nachdenken. Ich ziehe einmal eine Karte. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Frage ist, ob ich jetzt... Will ich alles irgendwie wegmachen? 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte schon mal relativ viel Stress machen. Das ist, glaube ich, gut. Ja, ich spiele dich. Ich greife damit dich an. Ich greife damit dich an. Alle kriegen Schaden. Sehr schön. Ich habe mich bei Mana verkalkuliert, sehe ich gerade. Ich habe gedacht, ich hätte eins mehr. Ist nicht so schlimm. Lassen wir das mal so. Mal gucken, was rauskommt. Vielleicht verschwindet er dafür sein Mana jetzt, um mich zu besiegen. Das wäre eigentlich das Klügste, was er machen könnte.
nachdem ich den Zug gerade hingelegt habe. Wieso habe ich gedacht, das kostet 2? Wahrscheinlich, weil es 2 Angriff bringt und ich habe es gerade mit dem Mana-Kosten etwas durcheinander gehauen. Na, was soll es? Blöd. Ach so, den werde ich übrigens rausmachen für den Schildschlag selber, denke ich mal. Weil ich brauche irgendwas, um Spotter wegzumachen und mit 3 kann ich da relativ wenig reißen. Sag mir bitte, dass er jetzt nichts gegen den unternehmen kann. Schade eigentlich. Death Spite, vielen Dank. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder da, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, das ist besser. Aber ich möchte die 3 Schaden eigentlich gegen irgendwas hier unten benutzen dann. Ich benutze mal das. Ich spiele das. Ich greife ihn einmal an. Ich greife ihn einmal an. Ende im Gelände. So. Na dann. Amte mal deines Waldes oder so. Jetzt macht er was. Okay. Gut. So, den könnte ich im nächsten Zug tatsächlich gleich schön stärken. Meine ich natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann greife ich dann oben noch direkt an. Dann kann ich den Hörnibald noch exekuten. So, wartet. 9. Ich habe 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ich könnte das alles spielen. 7, 8, 9. Ich könnte auch das spielen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich spiele einmal dich. Gut. Dann greife ich ihn jetzt einmal direkt an. Dann lege ich das an den ran. Dann execute ich den. Dann greife ich ihn direkt an. Und dann greife ich ihn direkt an. Und gib mir Rüstung. Dann müsste ich im nächsten Zug eigentlich mit dem Schild kaputt machen können. Also hier mit diesem... Okay, oder damit. Danke sehr. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, ihn vorher zu spielen und stattdessen nicht zu exekutieren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was soll's? Okay. Wir sind auf jeden Fall mal aufgestiegen. Das heißt, es gibt auch wieder ein kleines bisschen Geld für uns. Yay! Also, gleich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye!